Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist zwar ungewöhnlich, dass es an einem Mittwoch ist, aber wen interessiert's? Wie ihr ja wisst, passiert außerhalb meiner YouTube-Videos ja sehr, sehr viel. Also Netflix, Auftragsarbeiten, meine Band Signature, nebenbei mal nach Aachen fahren. Das seht ihr nächste Woche im Montagsvideo. Aber was ist passiert? Marius hat mich neulich angeschrien und hat mir von seinem Next-Level-Projekt erzählt. Ja, trotz vollen Terminplans habe ich zugesagt. Ja. Also was er von mir konkret haben wollte, war einen epischen Opening-Track, einen Siegerehrungstrack, einen Level-Track fürs Viertelfinale, einen Level-Track fürs Halbfinale und einen Level-Track fürs Finale. Hinzu kommt noch ein Buzzer-Sound, also wenn der Spieler das Ziel erreicht, auf diesen Knopf haut, plus einen Start-Sound, wenn das Spiel losgeht. Puh, im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, oh, das ist gar nicht mal so wenig. Aber bevor ich euch die Produktion zeige, erkläre ich euch mal das Gesamtkonzept meiner Songs. Und zwar hört ihr es schon am Titel der Sendung Next Level. Und als Marius mir das Konzept verraten hat, hatte es auf jeden Fall schon in meinem Schädel. Episch, Virtual Reality, Abenteuer und Spannung und ein leichtes Maß an heroischen Momenten. Das waren so die Sachen, die ich im Kopf hatte und ich bin auf die Idee gekommen, okay, das soll ein bisschen futuristisch klingen, aber dennoch wie ein epischer Film-Soundtrack. Und klar ist man inspiriert dann von ein bisschen Daft Punk, ein bisschen Hans Zimmer, Benjamin Wallfish und das Ganze soll natürlich wieder einen eigenen Soundcharakter haben. Und das waren die Anhaltspunkte, mit denen ich gearbeitet habe, um die Komposition zu kreieren. Und deswegen zeige ich euch als erstes den Opening-Song und danach den Siegerehrungssong, weil das quasi eine Variation bzw. Erweiterung von dem Opening-Track ist. Danach die einzelnen Qualifikationstracks, einmal das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale. Und dann die kleinen Sounds, die ich für die Show gebaut habe. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal von ganz oben an, was für Sounds ich verwendet habe. Marius hat mir auf jeden Fall erzählt, dass es sehr Lightshow- und Pyrotechnik-lastig sein wird und es cool wäre, wenn der Song viele Akzente hat, um die Lightshow und die Pyrotechnik natürlich so entsprechend zu triggern. Und ich habe natürlich dann sehr harten, rhythmischen Sounds gearbeitet und atmosphärischen Sounds. Wir fangen einfach mal von oben an. Das erste soll auf jeden Fall so ein Rising Sound sein. Dann natürlich ein Impact. Der nächste Sound ist auch sehr atmosphärisch angelehnt. Das Bra darf natürlich nicht fehlen. Und um das Ganze ein bisschen mehr mit Punch zu versehen, natürlich ein paar Hit-Sounds. Weil das Ganze noch ein bisschen Tension und Spannung haben sollte, plus diesen elektronischen Aspekt, habe ich hier einen Plug-Synthesizer eingebaut. Und da das Ganze natürlich ein Hybrid-Soundtrack aus elektronischen und akustischen Elementen ist, habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn man einen Hörner-Sound synthetisiert, ein bisschen verelektronisiert. Mein modularer Synthesizer kam auch zum Einsatz. Damit das Ganze noch brachialer und härter klingt, habe ich ein Klavier mit OTT natürlich eingespielt. Was noch hinzukam, ist ein Chor. Und dann noch ein tiefer synthetischer Bass. Plus normale akustische Hörner. Plus synthetische Streicher, die ich durch einen Gate-Effekt gejagt habe. Ein orchestrales Crashbecken. Und zu guter Letzt noch ein paar epische Percussion-Drums. Ich spiele jetzt nicht das ganze Opening, aber zusammen klingt das Ganze. Ich liebe einfach epische Sachen zu bauen. Als nächstes lade ich die Variation, die für den Gewinner gedacht ist. Da habe ich minimal nur ein paar Sachen angepasst und noch Sachen hinzugefügt. Natürlich kam mein frisch zusammengestelltes Pedalboard für meine Gitarre zum Einsatz. Und den Part möchte ich euch nicht vorenthalten, den spiele ich euch jetzt mal vor. Und ich hoffe eh nix, ne, wenn dieser Track dann in dieser Show am Sonntag läuft, dass die Spieler und die Zuschauer das Teil richtig fühlen werden. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr die Show verfolgen werdet. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, weil ich bin mega gespannt auf diese Show. So, in erster Linie ist die Idee der Qualifikationssongs der, dass es die Spannung beibehält, während der Spieler den Parcours durchläuft und dieses Abenteuerfeeling mit rüberbringt. Aber wichtig ist es auch, dass der Song nicht zu dominant ist, auch nicht irgendwie ablenkt, sondern schön
schön ruhig im Hintergrund laufen kann und auch in einer Dauerschleife. Viele Bass- und Perkussionssound kamen zum Einsatz, um halt viele Akzente zu setzen und die Spannung auf jeden Fall nach vorne zu bringen. Der erste Sound ist natürlich aus dem Opening-Song, was für mich als Komponist halt mega wichtig ist, dass das Gesamtpaket stimmt, dass ich nicht plötzlich anfange, Song A so zu komponieren und Song B ist komplett was anderes, sondern dass es wirklich aus einem Guss ist und dass es auf jeden Fall die Show repräsentiert. Und ja, der nächste Sound ist auf jeden Fall ein bisschen perkussiver. Das dann gelehrt mit einem Bass. Dann noch ein Bass, der ein bisschen diese Spannung antreibt. Hinzu kommen jetzt noch mehr elektronische Streicher, die die Spannung noch ein bisschen steigern lassen. Jetzt kommen wir zu den Drum Sounds. Da habe ich auf jeden Fall mehrere Schichten aufeinander gelegt. Nummer 1. Nummer 2. Ihr merkt auf jeden Fall, dass die Drums sehr subtil sind und nicht einfach sofort in dein Gesicht springen. Dann habe ich noch eine Gitarre eingespielt, die mit den Bässen gut arbeitet. Und um das Abenteuerliche ein bisschen hervorzuheben, habe ich dann noch ein paar Streicher eingespielt. Und zusammen klingt das Ganze. So, bei der halbfinalen Version haben sich nur minimal ein paar Sachen geändert. Und zwar einmal das Tempo hat sich ein bisschen erhöht, damit auch die Spannung entsprechend höher ist. Ein paar Sounds sind noch hinzugekommen, damit es ein bisschen mehr variiert. Und zwar habe ich wieder mit meinem modularen Synthesizer was gebaut. Und dann habe ich noch einen Sound mit dem modularen Synthesizer gebaut, der ein bisschen mehr perkussiv klingt. Ein paar Hörner hinzugefügt. Diesmal sind die Drums nicht so subtil, sondern die haben ein bisschen mehr Präsenz bekommen. Und zusammen klingt das Halbfinale. Und da es natürlich im Finale um die Wurst geht, muss der Track natürlich die entsprechende Spannung und die Action natürlich mit nach vorne bringen. Hier bin ich mit der Variation komplett ein bisschen mehr in das Aggressive reingedriftet. Ich habe dann hier nochmal eine Gitarre eingespielt, die ein bisschen hektischer klingt. Die Streicher spielen diesmal eine noch größere Rolle und sind diesmal noch dramatischer. Nicht nur, dass ich das Tempo jetzt bei diesem Stück angezogen habe, sondern ich habe noch eine 4-to-the-floor-Kick eingebaut, damit das Ganze ein bisschen mehr Action bekommt. Soviel zu den Musikstücken, jetzt kommen wir zu dem Start-Sound und dem Buzzer-Sound. Also, Buzzer-Sound Nummer 1. Ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass es ein bisschen alarmisierend klingen soll. Konnte mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich so einen Sound mal gebaut hatte. Hab den dann quasi von meinem Synthesizer aufgenommen. Ich hab dann nur gedacht, okay, es muss irgendwas Futuristisches haben. Und dann habe ich dieses eingebaut. Aber da hat der Marius, glaube ich, Nein gesagt. Es musste natürlich auch einen Impact haben. Deswegen habe ich noch was mit Schmackes eingebaut. Ich habe noch eine andere Variante. Ah, ich erinnere mich. Er wollte was Harmonisches haben und dann hat er festgestellt, dass das überhaupt gar nicht reinpasste. Dann kommen wir jetzt zum Startsound. Ja, schade, durch die Portierung von Windows auf Mac hat er wohl nicht alle Sounds mitgenommen, weil ich vergessen habe, alles zu sammeln und zu sichern. Wichtig ist einfach der Startsound. Den habe ich mit Vital gebaut. Und ich finde den Sound schon ziemlich überzeugend als Startsound. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick zu dem Projekt bekommen. Ich hoffe, ihr seid am Sonntag am Start und guckt euch die Show an. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hatte auf jeden Fall vor, den Gewinner-Song auf Spotify hochzuladen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich finde den mega nice. Und heute ist ja auch der zweite Teil von Marius Dokumentation rausgekommen. Und falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann geht auf jeden Fall drauf. Link in der Videobeschreibung, checkt das ab. Und lasst viel Liebe bei Marius da, denn er hat sich echt viel Mühe gegeben für dieses Projekt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit dem Daumen hoch zeigen. Und für die Neuen unter euch, die sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.